Moin Moin, ihr ganz schön, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge in die Ordnungshütte. Heute im Team Christian und Pete gegen Sebastian. Ah, okay. Geil. Also Scheren Junge und Felsenmann gegen Kiesel und Felsenmann. Scherenmann. Alter, das ist kompliziert. Fast. Ah, ich war nah dran. Wir gehen aber in die erste Runde direkt rein. Ja, ihr müsst wieder was ordnen. Und zwar den Wildtierbestand in Namibia aus dem Jahre 2004, wo das die letzten Zahlen so ungefähr waren, laut Wikipedia. Wir haben als Referenz den Streifengnu. 22.292 wurden damals gezählt. Und wir haben zur Auswahl den Gepard, das Breitmaulnashorn, die Giraffe, das Flusspferd, den Strauß, das Warzenschwein, das Bergzebra, den Leoparden und den sperrigen Bock. Und jetzt dürft ihr Fragen stellen. Christian. Ist das nicht mittlerweile alles weniger geworden? Das ist richtig. Ist doch nur 15 Jahre her. Was soll ich sagen? Es ist halt die letzte. Das Ministerium für Umwelt und Tourismus erstellte 2004 eine Studie zur Wildtiernutzung in Namibia. Ich weiß, jemand wird mich jetzt hassen, aber ich werde kurz mein Licht ein bisschen. Deswegen gibt's doch keinen Hass, Alter, Christian, wegen diesem Licht. Ja, doch, Andi schickt dann immer direkt böse Nachrichten. Ja, gut, Andi ist auch voller Hass. Aber ich wollte nicht ganz so krass glänzen. Okay. Und ja, Christian und Pete, ihr dürft anfangen. Jeder, ich hätte eine Taktik. Soll ich darüber reden oder besser nicht? Nee, wenn du eine Taktik... Ich kann dir zumindest sagen, ich war ja schon in Namibia. Stimmt! Und Peter ist ja mit dem Vorteil. Ich habe selbst nochmal gezählt. Peter hat einen Vorteil, wow. Ich wollte dir nämlich gerade sagen, das bringt mir leider nichts, dass ich schon Doch, da Peter, war. Anhand der Kacke, die du gegessen hast, konntest du genau erschmecken. Stimmt! Ja, nee, nachdem Peter da war, sind diese ganzen Tiere alle ausgestorben. Deswegen muss man die 2004er Wildtierbestand nehmen. Er hat einfach alle aufgegessen. Das ist der Grund. Ganz viele davon. Alle 22.292 Streifen. Okay, ich weiß, du hast dann eine Taktik. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was wenn du Ahnung. Das ist. Nee, ich habe keine Ahnung. Das ist das, was ich dir sagen wollte. Ich war schon mal da, aber ich habe keine Ahnung. Also, ich habe ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das ist relativ safe, aber gut, die hast du bestimmt auch. Peter, vielleicht kennst du noch den Biologieunterricht aus der Oberstufe. Oh Gott, da war ich ganz schlecht. Kommt drauf an, was du jetzt willst von mir. Ja, ich weiß auch nicht, in welche Richtung es geht. Aber die Frage war einfach, du kennst du den noch, Peter? Ich würde zum Beispiel... Wenn wir also ich finde, es gibt... Part anfangen. Okay. Können wir machen. Und sagen, davon gibt es weniger als Streifengnus, wobei ich... Das halte ich für relativ sicher. Ob Streifengnu, ich weiß nicht, wie weit verbreitet das da ist. Also ob 22.292 viel ist. Die Zahl wird ganz Namibia, würde ich sagen, aber keine Ahnung. Vielleicht ist das Streifengnu ja auch so mega vom Aussterben bedroht, weißt du? Nur das Streifengnu. Alle anderen sind... Was wolltest du nehmen? Den Leopard. Ja, davon wird es bestimmt nicht viele geben. Die sind noch mehr am Sack. Wahrscheinlich. Okay. Dann das klingt also negativ, als wenn der Mensch dafür verantwortlich wäre. Nee, ist der Mensch gar nicht. Ich habe letztens noch einen Kommentar bei uns gelesen. Ja, okay. Ja, aber also, ne? Also so rein. Der hat mir erklärt, warum das alles Bullshit ist. Okay. Ja, jetzt bist du aufgeklärt. Weil wir haben nur zwei da stehen, Peter, deswegen kann ich das mal sagen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es normalerweise in der Natur immer weniger Jäger als gejagte Tiere gibt. Ich davon hätte gerne ich langsam eine Antwort. Ja, Leopard auf 6. 6. Danke. Leopard auf 6 ist... Falsch. Korrekt. Juhu, immerhin. Okay, Sepp, ich würde mit dem Breitmaulnashorn gehen. Ne, ich würde. Ja, okay. Ich hätte was sichereres. Was also, hast du denn? Womit willst du gehen? Weniger Leoparden als Streifenblues. Also, ich würde das Warzenschwein nehmen, Bram. Du würdest das Warzenschwein nehmen? Ja. Warum willst du das denn nehmen? Gibt's ja nur eins. Warum willst du das denn nehmen? Weil ich mir sehr sicher bin, dass es da einen Platz für gibt. Für jedes Tier gibt es einen Platz.
In meinem jedem Topf gibt's einen Deckel. Ja gut, nehmen wir deinen Warzenschweinsapp. Also du kannst auch sagen, hey, du bist hier voll sicher und dann können wir auch deins nehmen, aber... Ich glaube, beide sind recht sicher. Theorie. Ja, also, ich bin mir auch recht sicher, wir nehmen deins von mir aus. Also das Warzenschwein, wenn es meins da noch gibt, dann ja. Das Warzenschwein, das ist ja... Das meins, ist ja, meins wird es auch noch weiterhin geben. Das ist ja wie ein Karnickel, das ist halt da, um Essen zu geben für die Jäger. Und das gibt es halt ganz viel, die pimpern ja ganz viel, und da gibt es ganz viele Ferkel. Und davon gewinnt bestimmt ganz viele. Warzenschwein-Rezept. erzähl weiter. Ich verstehe deinen Punkt, aber... Ja. Und so ein Gnu ist schon ein großes Tier, davon gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele. Die gute Warzenschweinkeule im Feigenmantel mit Semmelknödel. Ich weiß halt nicht, ob Namibia so der normale Lebensort für das Warzenschwein in der Masse ist. Ey, in König der Löwen gibt's auch ein Warzenschwein, ja? Ja, eins. Ja, und das ist ein Streifen Gnu. Das heißt, es gibt proportional 20 Mal mehr Löwen als Warzenschweine in Afrika. Ja, genau. Wie viele Streifen Gnus gibt's denn, die in Mufasa platt treten? Ja, echt mal. Warzenschweifen. Ja. Also ist die Antwort. Ja. Keine Ahnung, nee, ja, können wir nehmen. Bei Warzenschwein weiß ich es nicht. Ey, wir können auch das Breitmaulnashorn nehmen. Also, das war jetzt nur mein Guess. Wenn nee, wir haben jetzt die ganze Zeit über Warzenschwein geredet und du bist dir das safe, dann lass das doch nehmen. Okay. Weil jetzt haben wir halt darüber die ganze Zeit geredet, weißt du? Ja, ist ja nicht schlimm. Wenn du meinst, das wäre falsch, dann bringt das den Gegnern ja auch nichts, wenn wir darüber geredet haben. Ich bin mir halt nicht so sicher, wie du, das hat auf jeden Fall safe mehr gibt als Streifen genug. Und da bist du dir aber ziemlich sicher. Ja, ich denke mir halt, so kleine Tiere gibt's immer viel mehr, weil die halt klein sind. Weißt du, so kleine Insekten und so gibt's halt auch viel mehr. Und die werden dann von größeren Viechern gefressen. Und Warzenschweine werden dann auch von größeren Viechern gefressen. Wilderei in... Ja, dann lass das nehmen von mir aus. Ich finde, ich kann deiner Argumentation folgen. Okay, dann nehmen wir Warzenschwein auf die 4. Leck mich am Arsch. Richtig. Ja. Ich zögere das mal nicht so raus. Ja, dann machen wir schon. Ja, ich... Ja. Mein Bildschirm spackt gerade ab, Moment. Ja, ich würde Bram sein Ding wegnehmen. Weil da so viel passiert. Aber aha. Ding. Weil Breitmaulnashorn ist... Ist halt eins, was kaputt geht? Jo, krass sogar. Wir haben eins, glaube ich, gesehen. Vielleicht sogar mehr, aber nicht viele. Und da mussten wir alle Aufnahmen wieder von löschen. Hast du nicht weil gesehen, das? Ah, damit die Wilderer nicht kommen, oder was? Damit die Wilderer nicht wissen, wo das ist. Weil davon gibt es echt nicht viele. Ja, solange ich nicht mehr als 22.200 gesehen habe, Peter, ist das alles cool. Naja, aber das Problem ist, Leoparden gibt es auch nicht. Ah, nee. Ja, aber, dann, aber ich glaube, Breitmaulnashorn ist wahrscheinlich mehr vom Aussterben bedroht. Würde ich auch sagen. Wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Aber sind wir bei keinem Tier? Ja, das stimmt. Leoparden gab es auch nicht so viele tatsächlich. Das ist schon recht. Also dein. Ja, dein nehmen wir. Auf die 7. Nehmen wir Breitmaulnashorn unter Leopard, also auf die 7. Breitmaulnashorn ist korrekt. Weiß. Sehr gut. Habt ihr jetzt zumindest beide. Jetzt könnt ihr nochmal wieder zwei Sachen diskutieren, Bram und Sepp. Dann nehmen wir wieder eine zweite und dann geht's wieder weiter. Bram, ich wäre da eher so bei Flusspferd, glaube ich. Das sollen die riesigsten Motherfucken auf dem Planeten sein, übrigens. Ja, die gefährlichsten Tiere der Erde oder so, wa? Habe ich mal gehört. Ja, irgendwie so. Für den Menschen. Ja, jetzt Flusspferd, weil die machen die Leute immer platt. Ja, genau, aber wohin? Also ich würde das hinter das zwischen Streifengnu und den Leoparden stecken. Meinst du, davon gibt es mehr als von... Du glaubst echt, Leoparden gibt es weniger als Flusspferde? Irgendwie schon. Ich hab keine Ahnung, der Leopard ist echt so ein... Das war ein guter Begriff, weil der richtig kacke ist, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie wenig ist. Weniger als 22.292. Ja. Da kann beides sein. Das ist ein White Guess, oder? Ich könnte mir auch vorstellen, zwischen 6 und 7. Hast du vielleicht sonst was anderes, eine andere Idee noch? Nee, ich werde keine andere Idee mit dir besprechen mehr. Bis wir das jetzt durchhaben. Warum? Der ist doch nicht safe.
Nee, das ist aber schon wieder eingegrenzt worden. Ja, aber das kann auch falsch sein. Also, ja, das macht ja nichts. Wir werden was diskutieren und das werden wir dann safe nehmen. Ja? Auch wenn wir uns dann nicht sicher sind. Das ja, das macht nichts, weil du hast keinen anderen, der da drin steht. Und ich glaube, Warzenschwein hätten wir den unterjubeln können und Breitmann danach so wäre ein guter Punkt gewesen, der safe gewesen wäre. Das sind doch noch die ersten einfachen Sachen. Ey, waren doch beide safe Punkte quasi. Beide gut okay, gemacht. Bram, ich würde mal was anderes vorschlagen. Nee, Flusspferd über Leopard oder unter? Also das Bergzebra, ne? Das Bergzebra, das gibt bestimmt ganz viel. Ja, ja. Ja, das ist schön. Die Frage ist, Flusspferd über Leopard oder unter? Oder seine Giraffe, davon gibt es bestimmt auch nicht so viele. Das hält das Schwere. Höchste. Also von der Gewichtsklasse her wäre ein Flusspferd eher in der Richtung Breitmaul-Nashorn. Ja, hätte ich jetzt auch. Also ist das relevant, dass beide dick sind? Weil so Elefanten zum Beispiel, die stehen da zwar nicht mit drin, aber sind ja auch viel gejagt worden. Aber das Nashorn hat ja hier Elfenbein. Hat ein Flusspferd sowas auch? Nee, weniger. Der größte Berg in Namibia heißt Königsstein. Okay. Gehen wir dann davon aus, dass Flusspferd quasi über Leopard ist, weil vom Leoparden möchtest du noch das Fell haben und vom Flusspferd aber nicht? Könnte ich mir schon vorstellen. Reden wir jetzt nur noch nach Tieren, was man von denen gebrauchen kann. Ja, ist er so. Das ist leider so. Okay. Alter, die haben ja immer mega geile Namen. Also ich tue mich da echt schwer, auch das, also genauso wie du, einzuordnen. Aber gefühlt gibt's auch nicht mehr so viel Leoparden. Also so in so Dokus sieht man die auch super selten und Flusspferde siehst du irgendwie immer. Jo, das stimmt auch. Ja, die sind halt nicht so sieht man nicht, sondern Leopard ist halt. Und Flusspferde sieht man da meistens auch so ein paar, wa? Ja, direkt immer so eine ganze Kolonne, die sich rudelbumsen. Ja, dann lass da zwischen 5 und 6 tun. Ja, mach mal, komm. Hier. Okay, Flusspferd unter Gnu über Leopard. Das muss jetzt nur richtig sein. Unter Gnu über Leopard. Das Flusspferd. Also, wie gesagt, Königstein ist ein krasser Berg und die haben auch noch ganz andere geile Namen. Irgendwie so Stormberg oder der Bismarckfelsen oder der Regenstein. Oh, das ist toll. Die Bismarckberge. Das ist schon geile Namen. Schildkröte. Gibt's auch den Hitler-Hügel? Ist auch ein Berg. Ja, das wäre der Rommelhügel. Die gab es damals noch nicht. Nein, die gab es damals noch nicht. Also, die gab es da vorher. Das war ja vorher diese Kolonisationszeit. Das war ja Erster Weltkrieg so. Ah. Gut. Falsche Antwort. Erstes Kreuz. Oh, scheiße. Jeder! Das verwirrt mich. Fluss fährt nicht zwischen 5 und 6. Einer ist noch relativ. Also, ich sehe einen, der ist schwierig einzuordnen, aber da könnte man vielleicht drauf kommen. Bei dem anderen genauso. Hast du ein Tier, was du favorisieren würdest? Da können wir uns ja dann drüber unterhalten. Und das nehmt ihr dann auf jeden Fall auch, oder? Ja. Ja, wir können es so aber mehrere Tiere. Mein Problem ist, ich würde denen gerne Flusspferd jetzt snacken, weil die haben ja schon eine Position ausprobiert. Das heißt, es gibt weniger Positionen. Aber, ehrlich gesagt, halte ich deren alternative Idee für gar nicht so realistisch. Welche alternative Idee? Ja, die wollten ja entweder über Leopard oder unter Leopard. Unter Leopard. Habt ihr mal am Flusspferd scheißen sehen? Ja, das ist total eklig. Das hat genau Beste. Gegen die Scheiße gekackt. Das ist das nur Lustigste. Der wedelt mit dem Schwanz wie so ein Propeller und dann scheißt er, dann verteilt er die Scheiße. Supergeil. Unter Leopard ist der Flusspferd. Eines meiner besten Zoo-Erlebnisse, die ich je hatte. Und bei uns ist so witzig gewesen. Vor allem das gesamte Gehege ist voll mit Scheiße gewesen. Alles voll, weißt du? Die wedeln aber auch wie sonst was. Super gut. Lass die sich mal am Flusspferd ausprobieren. Ich hätte eins, was noch ein bisschen safer ist, glaube ich. Genau. Also beim Flusspferd bin ich auch relativ. Ja, welches denn? Gepard. Oh, okay. Ja. Weil ich bin mir relativ sicher, dass es davon mehr gibt als Leoparden. Ja. Aber bestimmt nicht so viele wie Streifengnus. Nee, also es kann nicht so viele Geparden wie Streifengnus geben, es sei denn, das Streifengnu ist tatsächlich aus irgendeinem Grund
massivst reduziert worden, weil ne, Jäger gibt immer weniger. Die Geparden durften wir zu Fuß verfolgen, weil die klein und nett sind. Und die Leoparden, da mussten wir im Auto bleiben und ganz weit weg auf dem Baum beobachten, weil die Typen riesig sind und einen fressen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, was ist Peter, der Unterschied zwischen Gepard und Leopard, Peter? Hab ich dir doch gerade gesagt. Die Größe so, schon mal. Das ist aber die müsst ihr auch. Die also, die, du musst ja auch eine artliche Unterscheidung haben. Die einen sind groß und die anderen sind klein. Beide sind Katzen. Haben die einen nicht die, das Fell mit Punkten ausgemalt und die anderen nicht? Oder war das. Ja, ich glaube schon. Ja, das auf jeden Fall auch. Der Leopard ist, meine ich, der mit den Punkten. Okay, dann hätten wir das jetzt geklärt. Also nehmen wir den Gepard und packen den auf. Den dahin, wo die das Flusswert haben wollten, zwischen 5 und 6. Achso, es gibt mehr davon. Ah, okay. Mehr als Leoparden, würde ich sagen. Weil ich habe 3 Geparden gesehen und nur einen Leopard. Und das ist ja wohl ein eindeutiger Beweis. Dann, also wenn das kein Beweis ist, dann das muss ich zwischen 5 und 6. Geparden und nichts anderes. Ja. Nicht, dass die also. Leoparden und Geparden vertauscht. Oh Gott. Nochmal, Gepard zwischen 5 und 6, ja? Jo. Okay. Bei Peter davon nur einen gesehen und bei Leopard mehrere. Umgekehrt. Ja, andersrum. Achso, weil er mehrere Geparden gesehen hat und nur einen Leopard. Richtig. Genau. Okay. Erstes Kreuz. Damn it. Oh, Bram, ey. So. Sepp und Bram, ihr müsst jetzt richtig tippen. Also, ich fand unser Flusspferd-Ding eigentlich gar nicht so kacke. Ja, das ist dieser Problem. Aber also an Streifen gibt es so unfassbar viel mehr Flusspferde als Streifengnus. Oder ist Streifengnu so speziell? Nee. Ja, ich würde sagen, Streifengnu ist das schon so das Ding, was so quasi mehr oder weniger das Allerweltsfressen ist, weißt du? Ja, so die Kuh aus Deutschland, weißt du? Das heißt, Flusspferd müsste dann unter Leopard. Ja, eigentlich schon. Aber es ist auch nur eine Kuh gibt in Deutschland. Eine Kuhrasse. Ja. Ja, würde ich, also ich würde jetzt auch 6-7. Ey, gib ihm. Ja, machen wir. Flusspferd 6-7. Kann doch nicht sein, Alter. Flusspferd. 6, oder ist Streifengnu mega selten, super Unterart oder so? Flusspferd ist richtig. Oh. 6-7. Damn it. Okay, Christian, ich habe hart versagt. Hast du noch was, wo du sagst, das ist. Ja, nee, aber da wir ja jetzt nicht keinen Fehler machen dürfen, können wir theoretisch über alle Tiere reden. Nein, seid ihr unter. Ja, gut, aber wir wollen natürlich den anderen trotzdem nicht zu viele Tipps geben. Immer, ja, Peter hat immer die besten Tipps. Ich hätte noch eins, wo ich tippe, das könnte auf ganz oben stehen. Du meinst, ja. Weil ich da mit Abstand am meisten gesehen habe. Der Zebra. Keine Ahnung. Nee. Springböcke. Weil es davon 8 Milliarden gab. Warzenschwein gab nicht so viele. Also alles klar, Springbock auf die 3. Ich will nicht zu viel spoilern, aber 8 Milliarden ist keine Zahl, die ich hier drin habe. Ja. Es ist ein bisschen weniger. Die ganzen Weiden waren voller fucking Springböcke. So alles, das hast du hat da auch Peter gegessen, auch das gesagt, war das Hauptnahrungsmittel. Moment, das hast du da gegessen? Ja. Ja, dann würde ich das auf die 3 tun. Ja, es gibt aber ein weniger, ne? Peter hat doch Breitmaulnashorn gegessen. Das war auch richtig lecker. Ich habe mir das Horn gerieselt gegessen, in die Nase gezogen, Quatsch. Damit ich geil. Das hast du die Trüffel quasi über deine Nudeln gemacht. Ne? Genau. Nee, wie sagst du? Nashorn wird nicht gegessen, da wird einfach erschossen und liegen gelassen. Ja, stimmt. Ich meine, was so willst du denn sonst? Nimmst du nicht mal das Horn mit? Das ist nicht lustig. Ein bisschen schon. Das ist nicht. Nein. Nee. Ich find's lustig. Dann tun wir Springbock auf die 3. Springbock auf die 3. Das ist richtig. Alles Peter. Yes. Jetzt sind wieder Sepp und Bram. Okay, Bram. Gepard, Giraffe, Strauß, Bergzebra. Zebra. Bra. Bra. Okay, pass auf, Sepp, ja? Nur mal kurze Theorie zum Geparden. Wegen der. Peter sagt ja, der hat von 3 gesehen und vom Leopard nur 1. Könnte es sein, dass der eine Mutter mit seinen 2 Kindern gesehen hat und deswegen hat er 3 gesehen. Ja, aber tendenziell, wenn das die kleinere Gattung ist, dann gibt es da ja tendenziell auch wirklich mehr von. Es gibt mehr Katzen als Leoparden, weißt du, so auf die Art.
Weil einfach für die kleinen Tiere viel mehr also ist das Nahrung Breit- da ist als... Also ist das Breitmaulnashorn das größte der Tiere? Nö, die Frage ist, die Giraffe ist ja noch größer, also tendenziell ist die Giraffe größer, ich weiß nicht, ob sie schwerer ist. Aber das Breitmaulnashorn dürfte ziemlich gut dabei sein. Wir reden jetzt von Körpervolumen. Ja, vom Gewicht hätte ich jetzt eher gesagt. Also Gewicht ist halt meistens ja. So, von den Fetten gibt es halt Breitmaulnashorn weniger, ne? Schwere. Pumba war auch fett. Ja, aber nicht so aber fett wie Einzelfall. Breitmaulnashorn. Außerdem war der Einzelfall. Der hat ja den ganzen Tag die nur die Würmchen da von die Trolli-Würmchen gegessen. Kuna Matata, ja, echt mal. Also ja, da stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite finde ich halt die Taktik so, gibt mehr weniger Jäger als Gejagte, auch nicht schlecht, weißt du? Ja, aber von den großen Jägern wie Leoparden gibt es dann mehr als von den kleinen Geparden? Ich könnte mir eher vorstellen, dass es von den kleinen Geparden mehr gibt als von den Streifengnustern. Also echt? Es davon so halt wirklich viele gibt. Okay, aber du hast gerade noch gesagt, der Streifengnu ist so quasi wie die Kuh von uns, weißt du? Und ja, aber die haben ja nicht so viel Gras da, weißt du? Alter, als ich mir Peters Vlogs angeguckt habe, halt da war da überall, war da. Scheiße. Halt für kleine Jagdtiere gibt es halt mehr, was sie jagen können. Das ist jetzt so mein Gedanke. Oder wird ein Gepard auch direkt vom Leopard weggemacht und, Nee, ich tatsächlich, also da wäre eher bei mir die Theorie vom Menschen. Aber klein, wer will denn kleine oder große Katzen quasi jagen? Also Leopard ist ja noch größer, dann jagst du doch lieber einen gefährlicheren Leopard, da kannst du viel mehr rum mit prahlen. Als mit so einem. Ja, aber von den kleinen, da kannst du mehr ballern. Ja. Ja, jetzt pass auf, ich verstehe zwar deinen Gedanken, aber ich verstehe deinen Gepard, auch. Ich finde Gepard halt überstreifen genug irgendwie nicht realistisch. Und dann bleibt halt nur da drunter. Ja. Weißt du? Also wenn wir uns halt darauf festlegen, dass der Streifengnu die Kuh von Namibia ist. Nee, die Springböcke sind ja eher so die poppenden. Nee, das sind eher Hasen, würde ich sagen. Aber die sind halt ein bisschen größer, also, weißt du. Aber ja, Warzenschwein und so, das ist, ich glaube, das ja, ist. Ja, aber guck mal, wenn der Gepard eine Katze ist, dann gibt es in Deutschland auf jeden Fall mehr Katzen als, Kühe, weiß ich nicht. Namibia war ja mal Deutschland. Ja, genau. Also ich würde den Geparden unter den Leoparden setzen. Oder vielleicht sogar unter das Flusspferd. Nee, das auf gar keinen Fall. Okay. Ja, dann hast du mein Guess. Ja, wenn deine Richtung Richtung unten geht. Ich habe keine bessere Idee für was anderes. Nee, alles andere ist auch super tricky. Und das Gepard kann halt sein. Also ganz ehrlich, Gepard überstreifen genug? Kann das wirklich sein? Ich kann keine Ahnung. Ich mir vorstellen. Aber wir gehen mit deinem Ding. Wir gehen echt, auch du könntest dazwischen. Ja, Moment, warte mal noch ganz kurz. Warum kann man sich das vorstellen? Also, ich meine, wie kommst du da drauf, dass du dir das vorstellen kannst? Weil du gesagt hast, es könnte für dich sogar noch unter Flusspferd gehen. Und das heißt, deine Richtung ist ja richtig weit drunter. Und ich struggle ja schon mit dem Streifen genug. Ich glaube nicht, dass es weniger als Leopard ist. Aber ich tue mich auch schwer damit zu sagen, das ist noch mehr als Streifen genug. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit, weißt du? Weil ich komme halt in meinem Kopf drauf, so Gepard als irgendwie Gattung, die halt gefährdet ist, habe ich schon mal gehört. Streifen genug nicht, da habe ich nur die Bilder im Kopf, weißt du, wo so riesige Herden durchs Land ziehen. Ja, aber sind das die oder ist Streifen genug eine Unterart der Gnus, die halt unbedingt Streifen haben müssen? Weil es gibt ja zum Beispiel bei König der Löwen, gibt es die Gnus ja auch, die sind ja einfach nur schwarz, die haben ja, glaube ich, keine Streifen. Ich weiß nicht, ob das die Streifen Gnus sind. Vielleicht ist das ja eine Untergattung, die halt recht speziell ist, weißt du? Ah, so meinst du das. Und dann ist dementsprechend dann zwischen Warzenschwein und Gnu im Zweifel noch so eine Riesenlücke. Genau. Das weiß ich halt nicht. Wir sehen ja die anderen Zahlen nicht, ja. Genau. Also Streifen-Gnu kann auch sein wie Bergzebra. Das ist halt auch irgendein spezielles Zebra und nicht so ein oder 15 Zebra, denke ich. Na. Vielleicht gibt es das Bergzebra, das Savannenzebra, das Streifen-Gnu, das gepunktete Gnu. Keine Ahnung. Wie viele Gnus hast du denn gesehen? Sag ich dir, sobald ihr eine Antwort gebt. Keine Ahnung.
Ja, also entweder jetzt unter Leopard oder über Gnu. Es gibt auch noch das Steppenzebra. Ja, genau. Das ist ja sowas. Okay, was ist denn mit Strauß? Nee, wir gehen mit Leopard. Gepard ist für mich fein, aber unter Leopard oder über Gnu? Das Spitzmaulnashorn gibt's noch. Hey, Bram, Würfel, komm. Okay, warte mal, ich mach random.org. Den Riedbock gibt's noch. Du kriegst die 2, ich hab die 1, ja? Bei der 2 gehen wir drüber, bei der 1 gehen wir drunter. Ja. Okay, 1 drunter. Leopard, 6, 7. Also über Flusspferd, unter Leopard kommt der Gepard. Gibt halt mehr Großkatzen als kleine. Zwischen 6 und 7. Der Gepard zwischen Leopard und Flusspferd, ja? Das ist korrekt. Also vielleicht ist das nicht korrekt. Korrekt! Geil. Ja! Bram! Shit. Nice. So, wie viele Streifengnus hast du denn gesehen, Peter? Warte. Entschuldigung. Ist richtig. Ich meine tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich überhaupt welche gesehen habe, ehrlich gesagt. Oh Gott, machen wir doch nicht fertig. Wie sehen die denn aus, Peter? Giraffe, Strauß und Bergzebra. Aber sind diese Streifengnus nicht tatsächlich die Gnus, die man auch in König der Löwen sieht? Die sind halt nur dunkelbraun und haben so schwärzliche Streifen. Vielleicht. Could be. Wir sind auf jeden Fall gefickt, Christian. Weiß ich noch nicht, gucken wir mal. Die Frage ist tatsächlich, bei Bergzebra, das wird auch wieder irgendwas Komisches sein. Giraffen würde es nicht so viele geben, weil alleine schon ist das nicht so, dass die Giraffe immer nur ein Junges hat. Und dann rennen die da irgendwie zu zweit durch die Gegend. Oder zu dritt halt maximal, wenn Papa noch dabei ist. Aber ich glaub, der macht immer einen Abgang. Löwen. Die Frage ist halt, wenn eine Giraffe tot ist, dann kann er eine ganze Savanne für 2 Tage ernähren. eine tote Giraffe habe ich gesehen und da waren einige Tiere, die sich daran satt gegessen haben. Aber Giraffen kannst du, glaube ich, alleine schon deswegen nicht. Hast du auch einen Snack genommen? Nee, ich habe keinen, das hat gestunken wie sonst was. Christian, was sagst du? Giraffen kannst du, glaube ich, alleine deswegen nicht so viele geben, weil die halt, wie gesagt, immer nur so ein Junges haben. Ich hätte jetzt, von denen, die noch übrig bleiben, hätte ich jetzt auch gesagt, Giraffen am wenigsten. Moment, du hättest Giraffe am wenigsten genommen? Ach, gibt's nee, am wenigsten, von denen, die da stehen. Genau. Ja, genau. Die Frage ist halt nur, wo sortieren wir dann ein? Ich da hätte unter Flusspferd gesagt. Wow, okay, das ist viel weniger, als ich dachte. Okay. Oder, also 7, 8, 8, 9, irgendwo so da die Gegend. Oder gibt's so viele Giraffen? Gibt schon ein paar. Ja? So, gibt bestimmt 12.000. Ich hätte wirklich gedacht, dass es mehr gibt als Leoparden. Das Problem ist, das ist auch 2004. Ich nehme mal stark an, dass Namibia 2004 noch ganz anders aussah. Und bestimmt gibt es heute mehr Geparden als Leoparden. Aber Giraffe, keine Ahnung, da liefen schon ein paar rum. Sag ich jetzt mal so. Das ist 3-1. Das Problem ist, dass Peter ja auch immer nur die Zahlen von 2017 hat oder so. Ne? Das ist richtig. Wenn du 3 Geparden gesehen hast und einen Leopard, dann haben sich die Geparden erholt. Also ich hätte gedacht, es gibt mehr Giraffen als Leoparden. Okay. Aber ich dachte auch, dass es mehr Geparden als Leoparden gibt. Ja, die Maasai-Giraffe, ja, aber ist ja nur Thornycroft-Giraffe. Ja, das ist zum Beispiel nur Namibia, das ist halt das Blöde, weil es geht ja nicht um ganz Afrika. Wir sprechen hier speziell, wenn ich das richtig sehe, von Namibia. Was steht da drüber? Wofür steht das eigentlich? G.C. Giraffus? Cornicus. Cornicus. Ja. Angolensis. Davon reden wir. Weil das ist, wenn ich das so richtig sehe, von der Verbreitung her. Ja, damit wir mal weiterkommen, nehmen wir mal die Giraffe. Wenn du sagst, meinst, es gibt mehr als Leoparden und vielleicht hat heute. Damals weiß ich nicht. Aber dein Unterbewusstsein hat bestimmt gemerkt, was der komische Führer euch da erzählt hat, als ihr da durch die Savanne gefahren seid und hat sich erinnert, Mensch, Giraffen gibt gar nicht so viel. Ich dachte, den Führer. Dann würde ich zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass die irgendwas von wegen von Aussterben bedroht gesagt haben. Und Leoparden müssen auf jeden Fall geschützt werden, weil die Dinger. Da machen wir dazwischen 5 und 6. Ja, tut mir leid, Christian, falls wir versagen. Aber ich meine, bestes Wissen und Gewissen. Ich kann dem folgen. Giraffe ist ja auch jetzt kein Tier, was andere Tiere jagt und weniger macht. Das heißt, es muss ja alleine deswegen schon relativ viele Giraffen geben, damit die auch überhaupt
überlebensfähig sind, schon von der Natur aus. Ja. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Zahl. Ach, warte. Zwischen Giraffe mein zwischen Handel. 5 und 6. Ja, für mein Handel, meine ich ja. Giraffe zwischen 5 und 6. Zwischen Streifenblut und Leopard. Das ist korrekt. Nice, Peter! Nice! Nein! Ach, komm, Ram, ey. Okay, pass auf, Sepp, bleibt noch der Strauß und das Werk. Wir gehen mit dem Strauß. Und wo möchtest du denn den haben? Entweder auf die, unter Springbock oder unter Warzenschwein. Irgendwo da so die Richtung. Meinst du, davon gibt's mehr als von den Gnus? Klapper, klapper, könnte klapper. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. So Rennvögel? Die Liste schon erweitert. Sicher, sicher. Also ich glaube nicht, also mehr als Warzenschweine gibt's die nicht. Glaube ich nicht. Ist trau, also ganz... Weil, pass auf, wenn du so einen Strauß hast, ja? Glaub, ja. Also, ich glaube, der ist, zählt nicht mal. Also, zählt der zu dem gefährdeten Tierarten? Ich würde sagen, nein. Ich meine, der geht doch überall. Nee, glaube ich auch nicht. Das wäre ganz schön geil. Und hier gehst du dann ins Restaurant und isst. Und gönnst dir. Genau. Und gönnst dir halt erstmal einen Strauß. Deswegen ja, kann ich mir vorstellen, dass der das oben ist. Ja, aber allein von der Größe her, also. Die pimpern halt nicht so viel. Also ich habe auch nie gesehen... Die legen Eier. Ja, genau. Aber da kommen halt nicht so... Die Gruppen sind nicht so groß, weißt du? Also davon gibt es nicht so wie Sand am Meer Warzenschweine, weißt du? Ich könnte mir halt eher vorstellen, das ist mehr oder weniger Streifengnu. Weil das sind ja schon auch schon recht große Tiere, ne? Die gibt halt nicht so wie die Kaninchen. Ich hole mir mal Socken. Kennt ihr das wenn nach, Kapi? Wenn wir nach der Logik gehen, würde ich es unter das Warzenschwein setzen. Übers Gnu. Hä, hey, warum das denn? Ja, pass auf, dann ist es halt kleiner als die Giraffe, ist kleiner ach, als das Gnu. Übers unter das Warzenschwein, ja, ja. Genau. Ja, also zwischen 3 und 4. Könnte ich mir gut vorstellen, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Oder. Ja, könnte ich mitleben. Das also Problem ist halt immer noch, ich weiß halt nicht, ob 22.000 Tiere viel sind oder ob das nix ist. Keine Ahnung, da wo nix ist, da kann eigentlich auch nicht viel sein, also. Also, wo möchtet ihr den Strauß jetzt hinstellen? Wir nehmen den Strauß unter das Warzenschwein über das Streifengnu. Das ist falsch. Korrekt. Oh, das zack jetzt. Geil. Das heißt, das Bergzebra muss jetzt von Christian und Peter eingehen. Sehr gut, sehr richtig. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, Peter, weil ich glaube, also das Bergzebra könnte halt tatsächlich, wie Jay schon meinte, das ist halt kein normales Zebra. Das kann genauso so eine Unterart sein, die vom Aussterben bedroht ist. Das könnte aber wie das auch genauso gut... Breitmaul-Nashorn oder der Streifengnu. Könnte aber auch genauso gut irgendein so Shit sein, der da überall rumrennt. Peter, wie viele Bergzebras hast du gesehen? Tja... Waren da überhaupt Berge? Also ich würde das Bergzebra... Der Königstein ist 2600 also, Meter groß. Ich würde das Bergzebra entweder zwischen 5 und 6 packen. Ja. Also da 4, 5, 6 da die Region. Oder das ist halt so ein von Aussterben bedrohtes Ding. Aber ich weiß nicht, ob man bei so einer Kategorie, die eh schon... Gibt noch 3. ...absehbar lange dauert, jetzt noch so ein Shit reinbaut. Also ich bin bei deiner ersten Variante eher. Also zwischen 4, 5 und 6. Genau, und ich würde tippen, rein aus Gefühl irgendwie, dass es. Also, wir gehen einfach davon aus, dass es das normale Zebra ist. Ja, deswegen machen wir es bei 4, 5, 6. Ja. Und ich glaube, es gibt mehr Zebras als Gnus. Dann zwischen 4 und 5. Ja. Hätte ich auch gedacht. Oh, oh, oh. Der Unterschied zwischen dem Berg- und dem Steppenzebra ist, dass die quer, also diese schwarzen, schwarz-weißen Streifen beim Bergzebra quasi waagerecht sind, nur am Oberschenkel, beim Steppenzebra auch vorne. Ah, cool. Steppenzebra hört sich so an, als würde das mehr geben als Bergzebra. Allerdings, kommt denn dabei raus, wenn die poppen, kriegst du dann Kreise und Dreiecke oder... Dann kriegst du eine Giraffe raus. Wie viele Berge gibt es denn da so in Namibia, Peter? Hast du da so Berge? Wir haben schon einige. Oh, bleiben wir bei 4 und 5. Die Antwort, die du dir erwünscht hast, oder?
Die Antwort, die ich mir wünsche, ist, dass er zwischen 4 und 5 kommt. Richtig. Ich glaube, die haben sich schon festgelegt, James. Okay. Ja, wir schon ein paar Mal. Bergzebra. Ist das am häufigsten verbreitete Zebra in Namibia? Ja, oh nein, aber das nicht könnte so viel passen. Wie das Streifenluch. Das Steppenzebra beispielsweise kommt laut. Den nehmen wir auf jeden Fall, das Steppenzebra nehmen wir dann auf jeden Fall raus gleich. Bei 25.421 ist es. Oh, dann ist das Bergzebra noch mehr. Nein. Das Bergzebra ist bei 72.736. Was? Damit über dem Strauß. What the fuck. Und damit ordnet es sich ein zum Warzenschwein. Warzenschweinstrauß. Ja! Das ist die falsche Antwort. Zweites Kreuz. Ah, wir haben raus. Und Chris geschlagen. Uiuiui, Alter, das war, glaube ich, die längste, also wirklich die längste Runde, die wir hatten. Das ist auch schwer. So lang, ja, das ist durchaus nicht. Also, ihr habt euch echt gut geschlagen, muss man an der Stelle mal sagen. Also, not bad. Nicht einfach. Respekt. Pace, Respekt. Was ich euch nochmal nahelegen möchte, ja, hier so Bio. Räuber-Beute-Beziehung ist immer ganz gut. Das bedeutet, wenn du viel Beute hast, hast du auch dementsprechend viele Räuber. Aber du kannst nie mehr Räuber als Beute haben, was immer bedeutet, genau, dass die Räuber weniger sind als die Beute. Das wiederum das, hast du dadurch dann Leopard und Gepard unten. Ja. Oder aber warum gibt es den Gepard weniger als den Leopard? Der ist doch eigentlich kleiner, hat also weil mehr Beute. Weil der ein hübscheres Fell hat. Oh. Die haben übrigens beide Punkte. Nicht. Ich habe das gerade noch mal gegoogelt. Aber ich habe mich zumindest nicht vertan. Das sind genau die beiden Tiere, die ich gesehen habe. Der Verhältnis 3 zu 1. Gut, die erste Runde geht an Sebastian und Bram. Es war aber durchaus sehr, sehr, sehr knapp. Wir gehen in die zweite Runde. Und da möchte ich gerne, ordnen Sie diese Spiele nach ihrer Spieldauer. In Klammern, wir nehmen nur die Main Story, also wirklich Main Story durchgehend ohne Sidequests. Entwicklerangaben oder was? Es gibt davon eine, nein. Es ist eine, es gibt eine Internetseite, die heißt howlongtobeat.com. Dort trägt man quasi seine Sachen ein, wie lange man fürs Durchspielen gebraucht hat. Und dann gibt es dann da sowas wie Main Stories, Main und Extras, 100% Runs. Und da sind mehrere hundert Spieler und da wird der Durchschnitt von berechnet. Und da kommt man beispielsweise bei Kingdoms of Amalur Reckoning auf 32 Stunden. Kannst du das Fenster ein bisschen größer ziehen? Ich sehe das nicht. Ja, ich kann das nicht erkennen, was da steht. Okay, kannst du es kleiner machen? Du kannst draufklicken, dann steht da 32 Stunden. Das kann ich natürlich machen, dann ich das kleiner für euch mache. Ja, danke. 32 Stunden. 32 Stunden. Ja. Gut, und wir haben als Referenz, also als Referenz haben wir Kingdom, und Auswahl ist Alex oder Elex, Mad Max, Batman, Arkham Knight, The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, Gothic 3, Just Cause 3, The Witcher 3 Wild Hunt, Divinity Original Sin und Assassin's Creed Odyssey. Das ist voll alles hart. Quasi. Mad Max auch ein Rollenspiel, ja, ne? Und Just Cause auch in dieser Art und Weise. Kein Autorennspiel. Nein, Rollenspiel. Ach so. Ja. Ja. Ein bisschen zumindest. Das ist halt so zumindest ein Open-World-Spiel. Action-Rollenspiel. Ja. Ja, okay. Gut, jetzt müssen Sepp und Bram anfangen. Boah. Ja, Sepp, hast du einen? Ich werde direkt einen, der, glaube ich, schwer ist, den man. Nimmer. Okay, ich würde Mad Max nehmen und sagen, dafür braucht man weniger lange. Weil Christian hat das gespielt und ich glaube, er saß da nicht so lange dran. Ich glaube, irgendwie 10, 12 Stunden nur. Okay, wenn man jetzt auch noch nimmt, dass Christian nicht der schnellste Spieler ist und da so ein Durchschnitt gemacht wird, also pass auf, weißt du, ne? Wenn sagen wir ja, Christian, ja, ich verstehe, was du meinst, ja, ja. Dann könnte das vielleicht 6. sogar noch einen Ticken weniger sein. Deswegen würden wir sagen, Mad Max weniger lang als Kingdom of Amalur. Okay. Okay. Das ist richtig. Sehr gut. Jeder, wenn wir den Durchschnitt nehmen, dann hat Witcher Safe länger gedauert. Das ist nur die Hauptstory, ne? Ich habe in dem Spiel echt nicht viel gemacht. Und ich habe, keine Ahnung, 100 Stunden oder so. Ja, das kann gut sein. Ich würde auch dazu tendieren. Ich hätte so gern den Referenztitel gespielt, um zu wissen, woran man sich orientieren kann. So eine reine Stundenzahl, die
die verunsichert mich total, weil ich die nicht wirklich zuordnen kann, weil ich nicht wirklich, wenn ich meine Spielzeit in dem Spiel mit anderen Spielen vergleichen könnte, wäre das viel einfacher, aber so habe ich da jetzt einfach nur eine fucking Stundenzahl. Ja, das ist so ein bisschen Raterei hier. Ich würde Witcher auf jeden Fall auf die 4 setzen. Ja, okay, machen wir. Das ist korrekt. Okay. Ich hätte noch was, worüber wir zumindest reden können. Ja, mach mal. Just Cause 3. Das ist doch so im Prinzip, wenn ich das richtig habe, war Just Cause das wie Tomb Raider, nur mit dem Typen, oder? Mit nee. Nathan. Nee, war das dann andere? Nee, nee. Oder war das dann auf der Insel? Das ist Uncharted, was du meinst. Ah ja, genau, okay. Okay, dann ist das, Just Cause ist das, wo du mit wo so... wo du super viel Scheiße bauen kannst einfach. Wo alles explodieren lassen kannst und du so Tornados machen, also in Tornados Flugzeuge reinschmeißen kannst und so ein Quatsch. Peter war in Just Cause 3? Borderlands 3. Nee, Peter war nicht in Just Cause 3, Peter hat gespielt. Main Story. Und Borderlands 3? Ja. Wie viel? 20. Hab ich gerade mal ausgeschaut. Da bin ich ja bald durch, also easy. Ja, und aber Main und Extra ist... Ja, daher würde ich Just Cause dann noch unter Mad Max setzen. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Pass auf, bei Just Cause kannst du halt super viel Kacke und so weiter machen. Peter hat das wieder mal gespielt. In dieser Hans-Schwanz-Edition, wo der angerufen wird und so. Das war eine top Idee. Ja. Ich fand das Video ganz lustig, nur weil 1000 Dislikes oder so hatte, oder 2000, aber super viele, 100.000 Likes hatte. Das war total geschauspielert, Peter, deswegen kann ich das nicht. Ich fand das sau lustig. Ja, ich verstehe. ich kann halt Mad Max nicht so einschätzen, das ist halt das Problem, und Just Cause auch schwierig. Also es sind beides Titel, wo du nicht so lange brauchst, ja, aber keine Ahnung, ob bei Just Cause das einfach gestreckt wird, ohne Ende. Keine Ahnung. Ja, aber es geht ja, wie gesagt, nur um Main Story, ja? Und diese ganze Bullshit machen kann... Ja, aber Main Story kannst du auch super strecken, ne? Das stimmt, das kann man. Nimm mal WoW. Boah, voll schwer zu sagen, was da die Main Story wäre. Nur immer. So bei jeder einzelnen Quest, super schwer. WoW hat keine Main Story. Nicht? Aber Just Cause ist ja kein MMO. Nee, ich meine jetzt nur, dass du halt auch künstlich Missionen einfach strecken kannst. Also, dass du auch. Ja, gut, das safe, ne? Ja. Aber das, ich hatte mir damals, wie gesagt, dann Just Cause mit angeguckt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das so alles so lange dauern würde. Nee, da gebe ich dir recht. Ich hätte gesagt, im Kopf hätte ich gesagt, irgendwie unter 10 Stunden bist du durch. Das wäre so ein Just Cause, ist, glaube ich, so ein Nachmittagssnack. Also, meinst du auf die 7? Das wäre mein Guess. Und Mad Max dauert safe länger als Just Cause. Ja, okay, dann machen wir auf die 7. Ja, machen wir das. Just Cause 3 auf die 7. Ja. Ist korrekt. Oh Gott. Puh, das wäre bitter gewesen, wenn das falsch gewesen wäre, weil das wäre nämlich Save Point für die. Das ist gut. Ja. Ich glaube, das brauchst du nicht machen. Ich glaube, die anderen, die da noch teilweise stehen, sind echt sehr schwer. Ja, aber ich mach das nur schon. Ich glaube, die anderen sind sehr nah beieinander, Jay. Ja. Ich fürchte auch. Das ist durchaus wahr. Christian, hast du einen, über den du sprechen willst? Ich 33 Stunden für Kingdoms of Amalur. Ich kenne das Spiel nicht mal, ist das Schlimmste. Das soll ein ganz okayes Rollenspiel gewesen sein. Ist das nicht EA gewesen? Ja, war EA damals. Wir haben nie mehr eine Fortsetzung gemacht. Das Spiel hat eine ganz interessante Story, weil das auch gefördert wurde und da ist ganz viel Schmuh passiert. Und da hat sich auch irgendwie so ein großer Sportstar aus den USA dran beteiligt und so eine Kacke. Das ist echt, also die ganze Entwicklungsstory von dem Spiel ist ganz interessant. Nur ich fand das mega langweilig, das Spiel. Christian, also wenn du... Sag mir einen, sonst hätte ich einen. Achso, ja, dann sag doch mal. Dann lass doch mal über Assassin's Creed reden. Odyssey, oh war ja. Brauchst du alleine deswegen schon lange, weil die teilweise anfangen, die Story anfangen, also ziehen,
Von wegen, ey, wir sind auf der Insel ganz im Nordwesten, fahr mal nach Südosten und dann bringst du mir was und dann machst du das gleiche nochmal. Richtig, deswegen würde ich sogar dazu tendieren, das relativ weit oben anzuordnen. Ja, das würde ich auch. Frage ist, braucht man dann für die Main Story tatsächlich 32 Stunden? 32 Stunden ist für ein Singleplayer-Spiel nicht wenig. Das ist sogar sehr viel, würde ich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen zumindest. Ja, könnte ich auch. Also zwischen 4 und 5 meinst du, ne? Ja. Ja, dann machen wir das. Assassin's Creed Odyssey zwischen 4 und 5 ist korrekt. Schade. Gut. Nice. Ja, leider. Boah, weil jetzt wird nicht einfacher. Nee, das ist alles nur noch Guessing hier gerade. Das ist doch, keine Ahnung. Hey, wer macht das doch richtig gut? Zwischen Gothic und Elex liegt eine Viertelstunde oder so wahrscheinlich. Ich sag mal so, es liegt, also es ist immer eindeutig stundentechnisch. Also es ist nicht irgendwie so. Super close. Kannst du noch mal kurz sagen, wie das also ermittelt wurde? Durchschnitt. Durchschnitt von Spielern. Ja, Leute geben da ihre mehreren hundert Spielern. Genau. Hier, Sepp, ganz kurze Frage nochmal, Division Originals hin, war das dieses 2D von oben Spiel, Rollenspiel, ja, was Peter kurz angefangen hat? Ja, ja, genau. Da weiß ich halt überhaupt nichts drüber. Das habe ich weder selber gespielt, noch mich großartig drüber informiert, weil das für mich einfach zu langweilig war. Ja, das ist halt, ich finde Divinity... Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Pass auf. Ich weiß noch, dass als Divinity Original Sin rauskam, wenn das dann jetzt das ist, dann ist das das Spiel gewesen, weil am Anfang so richtig hoch gelobt wurde, aber gegen Ende des Spiels super buggy wurde. Genau. Nee, halt, erzähl wobei. Weiter. Nein, ich wollte nur sagen, bei oder Witcher beispielsweise Come. Hat man auf dem PC 3200 Werte. Oder bei PlayStation 4 1300, aber wir reden hier von PC-Werten. Okay. Ah. Und das ist halt, ja, das ist halt dann erst später gepatcht worden. Und da meine ich, dass das Peter mir mal. Come? Nee, was? Kingdom Come Deliverance war das ja da, in der in aber da wo mal. Dracula auch gewohnt hat, da in der Gegend. Ja, aber war das nicht mega buggy bei Peter? Was ja, das war auch mega buggy, Kingdom doch auf jeden okay. Fall. Das ist aber Kingdom Come Deliverance hat Peter aber durchgespielt auf Pilzmit.de. Ja, aber es war trotzdem sehr buggy und irgendwie... Ja, nee, aber gemacht, ich meine, safe, das ist so wie Never Winter Nights in der Perspektive. Wie nennt man das? ISO? Diese klassische ISO-Perspektive. Ja, ich weiß, welche du meinst auch. Und ich meine, Peter hätte mir damals erzählt, dass der... ich habe die ganze Zeit 80 Stunden im Kopf. Also ich glaube auch, für Divinity brauchst du richtig lang. Ich weiß noch nicht, wie lange du für Witcher brauchst. Genau, das ist jetzt das Problem. Bei Assassin's Creed kann ich es ungefähr einschätzen. Bei Witcher habe ich auch durchgespielt, aber nur die Main Story. Wie lange hast du denn gebraucht für Witcher? Bestimmt 80 Stunden. Ja, und dann mit, aber da hast du alles Mögliche gemacht. Ja, da habe ich auch alle Collectible-Rüstungen und sowas. Und ja auch die DLCs gespielt. Das ist ja ohne DLC auch. Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Divinity da noch drüber ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auf der 1 ist. Ja, auf der, also weil, jetzt. Weil, auf die 2 weil ich glaube, bei dem Spiel kannst du auch nicht so gut, ich sag mal, cutten, weißt du, sondern du musst es halt so nacheinander wegspielen. Ja. Ja, okay, wir nehmen Divinity Originals hin auf die, über Witcher. Dauert länger probier als mal, Witcher. Probieren wir mal. Korrekt. Nice. Jeder schon wieder da. Nee, aber im Zweifel kannst du auch gerne alleine gessen. Ja, aber ich würde ja schon gerne eine zweite Meinung einholen. Ja, dann, ich rede auch gerne mit dir, Christian, also. Hatten wir. Dann gehe ich kurz was zu trinken wollen. Ja, das mache ich dann auch ganz schnell. So, kleiner Cut ist vorbei. Was habe ich? Danke, Peter, dass du dich ausgesperrt hast. Gar nichts, Peter. Ich habe mich nicht ausgesperrt, das ist ein Defekt, da kann ich nichts für. Fuck you, Jay. Wieso gehst du denn aus deiner Wohnung raus? Weil, das ist doch das Beste an der Sache, weil die Tür unten kaputt ist und die DHL-Leute nicht reinkommen. Okay, alle bist in Neubau gezogen, oder? Ja, ich würde mir mal Gedanken machen. Ich meine, sicherer geht es nicht, Peter, da kommt keiner rein.
Ja, das stimmt nicht, weil wenn ich den Buzzer drücke, kommt jemand rein. Wir müssen uns jetzt unterhalten. Das letzte war, dass halt Divinity Original Sin reingesetzt wurde von Sepp und Bram, logischerweise. Und die haben es geschafft. Und Christian und Peter sind jetzt dran. Genau, dann hieß es, jo, wir sind jetzt dran, du musstest kurz weg. Jay meinte, ich soll alleine. Ich habe gesagt, nee, ich warte lieber auf meine zweite Meinung. Ja, ich hab tatsächlich Divinity gar nicht mehr mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob das andere Team da noch was entschieden hat. Beziehungsweise Infos gedroppt hat, die wir nutzen können. Nee, nicht so wirklich. Nee, ja, Peter, wenn du einfach aufstehst und gehst, da können wir nichts führen. Ne? Okay, jetzt haben wir den Salat, Christian. So weiß ich nicht. Gespielt habe ich alles davon. Auch durch? Das ist ja schon mal erstmal gut. Nee, nicht ganz. Hast du irgendwas davon durchgespielt? Ja. Willst du darüber reden? Weil, wie lange dauert deiner Meinung nach Mad Max? Mad Max habe ich nicht gespielt. Shit. Du hast aber Mad Max durchgespielt. Ja. Wie lange hast du so gebraucht? Ja, da ich das gerade nicht abschätzen kann, ist der, den ich ungefähr weiß, wie lange ich dafür gebraucht habe, was da in dieser Liste steht, hinfällig. Okay. Oder? Können wir die anderen Problem ist, da steht Skyrim Special Edition. Ich würde nur gerade damit sagen, warum ist es die Special Edition? Heißt, ist da mit der Hauptstory irgendwas dazugekommen? Weil das weiß ich nicht. Das ist halt so mein, warum ist es die Special Edition und nicht normal Skyrim? Ist noch kürzer. Kann ich mir nichts zu sagen. Ich glaube, ich würde mit Elex. Okay, Elex. Elex habe ich die ersten 10 Minuten gespielt und fand's kacke. Ich glaube, ich habe so ungefähr 35 Stunden gespielt und war dann immer noch im ersten Gebiet. Eben, das dauert relativ lange. Okay. Die Frage ist, ob das länger dauert als Odyssey. Da. Okay, ich weiß das natürlich nicht, aber Odyssey ist, glaube ich, schon ein sehr langes Spiel. Würde ich nicht sagen. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ich würde Elex auf zwischen 4 und 5 packen. Da! Finde ich auch gut. Ich bin da ganz bei Christian. Okay. Elex zwischen 4 und 5. Assassin's, also unter Assassin's Creed und über Kingdoms of Amalur. Das ist not correct, erstes Kreuz. Hätte ich jetzt auch gesagt, das ist nämlich viel länger, weil das ist nämlich ganz schön lang, Bram, ne? Ja, ich hätte auch gesagt, dass über Odyssey kommt. Ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, kommt das auch noch über Witcher? Ich weiß nicht, wie, also ich habe es auch so 20 Stunden gespielt. Und war nicht mehr im ersten Gebiet. Lange nicht. Ich war schon im zweiten Gebiet, glaube ich, durch. Du warst nicht mal im ersten Gebiet, aber warst im zweiten schon durch? Das ist aber krass. Nee, im ersten war ich durch und im zweiten war ich durch. Ach so. Ich war nicht mehr im ersten Gebiet. Ah. Also, das. aber ich habe auch viel. Nicht ausschließlich mehr in dem ersten Gebiet. Ja. Also ich würde dazu. Moment, wo hatten die das jetzt hingesetzt? Unter Odyssey, aber unter Odyssey, ja. Vielleicht sollen wir es auch unter Kingdoms machen. Mit dir redet keiner, Jay. Danke. Was? Nein, das dauert safe länger als Odyssey. Okay. Wir reden nur von der Hauptstory, oder? Ja, aber ich glaube, selbst die geht länger, weil du musst super weit auch laufen durch die Welt und. Nee, eben nicht. Du bekommst super früh, wenn du dich an die Hauptstory orientierst, bekommst du super früh natürlich die Teleporter, zu denen du einmalig laufen musst, aber B, viel wichtiger, bekommst du ja zum Beispiel in dem Mittelalterlager, ich habe gerade den Namen davon vergessen, direkt die Portale, um dich zu den anderen beiden Hauptlagern zu teleportieren. Mhm. Das heißt, du musst ja nicht einmal hinlaufen. Ja. Und bei Assassin's Creed geht das nicht. Doch, du kannst überall schnell reisen. Aber du musst einmal laufen, oder nicht? Da kommst du aber durch die Hauptstory ja eh hin. Okay. Also es geht. Also bei Odyssey, finde ich, geht das mit dem Schnellreisen auch ganz gut. Also für dich kurz zur Info, ja, meine 35 Stunden Elex war natürlich Bullshit in der ersten Stadt. Wieso? Warum redest du über Bullshit? Warum willst du die Leute verwirren? Aber verwirrst damit sehr. Nee, das hatte ich noch gesagt, als Christian und Peter dran waren. Genau. Wie lange hat man da gebraucht? Hat er? Okay.
Ich würde trotzdem sagen, dass es länger als Odyssee ist. Aber wie lange habe ich denn für Odyssee gespielt? Das weiß ich nicht. Ich habe das immer in Stücken gespielt, in so vielen Einzelstücken. Weil es hast du das Let's Play? Nee, aber ich habe es privat halt durchgespielt. Okay. Aber, ich habe das halt über ein halbes Jahr gespielt. Weil das halt immer so, also was halt so lang geht. Oh, ist das schwer. Scheiße. Tja. Also ich würde tendenziell sagen, also wenn es nicht dahin kommt, dann kommt es doch über die 32 Stunden. Also. Weil du brauchst schon ein Stück. Ja, also bei, ich hab 20 aber, für die ersten erinnere dich bitte nochmal an Elex zurück, ja. Wir reden halt nur über Main Story. Ja. Das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Nur Main Story. Aber musst du nicht auch. Du musst halt den ganzen Scheiß mit dem ersten Gebiet, den ganzen. Du musst doch fürs Level, du musst doch trotzdem das Level haben für die Gebiete, oder? Das war doch die Scheiße auch. Du musst doch. Ist es nicht, dass nicht die Viecher an dich angepasst werden, sondern die Viecher halt ein Level haben? Für das Gebiet und du musst dann halt grinden. Liebe Zuschauer, das ja, aber das musst du nicht tun. Auf einmal. Du kannst ja auch viel dran vorbeilaufen ja, und so. Ja, ja, aber du musst ja. Ja, nee, wenn du den Boss für die Quest machen musst, dann hat er halt Level 30. Und wenn du Level 20 hast, dann schaffst du ihn nicht. Weißt du? Oder waren die angepasst? Also, ich meine im Kopf zu haben, dass die nicht angepasst waren, und ich teilweise durch Gebiete durchgelaufen bin, wo die mich einfach weggeklatscht haben. Easy. Also, wo du dann gemerkt hast, oh, da darf ich noch gar nicht in das Gebiet rein, weil du einfach easy drauf gehst. Also, ich würde sagen, das dauert länger. Ah, gut, agree to disagree, wa? Wie lösen wir das jetzt? Nehmen wir ein anderes. Nehmen wir ein anderes. Bevor wir das jetzt nehmen und dann ist das andere. Weil jetzt müssen wir die Wahl treffen. Wenn wir falsch wählen, haben die den anderen safe. Ja, aber guck mal, die haben doch schon einen ausgeschlossen. Das ist doch schon 50% haben die uns doch schon gegeben. Nee, wir haben jetzt noch zwei Wahlen. Kann auch länger als Divinity sein, das kann auch noch weniger du glaubst, lang als... Ja, natürlich, du glaubst, aber die anderen länger. Können ja überall hinkommen. Ja, aber du glaubst, das ist länger als Odyssey. Ich glaube, das ist weniger lang als Amalur. Das heißt, die haben uns nur die Mitte geklaut. Ja. Euer Kompromiss quasi geklaut. Genau. Ja, nehmt doch was anderes. Wir nehmen das erstmal also eure Einschätzung von Elex mit. Ich bin da deutlich sicherer, dass es da drüber kommt, als bei den anderen Titeln. Ja gut, okay. Dann nehmen wir, wenn du da sicher bist, dann machen wir das länger als Odyssey. Jonathan, das ist jetzt dein Einsatz. Bist du eingeschlafen? Ja, okay. Ich bin überhaupt nicht eingeschlafen. Okay. Wie lange hast du denn Elex gespielt, Bram? Also selbst 20 Stunden, wie viel du? Weiß ich echt nicht. Irgendwo nachgucken. Zwischen 20 und 40. Okay. Aber ich glaube, nachgucken ist jetzt nicht erlaubt, ne? Nee. Das ist ja, deswegen, irgendwo da. Ich habe es relativ lange gespielt. So vom Kopf her, was du so denkst. Ah, ich bin schon ein gutes Stück vorwärts gekommen. Das ist euer erstes Kreuz. Das ist nicht zwischen Witcher 3 und Odyssey. Okay, Christian, ich habe da mal so eine Idee, die wir vielleicht mal umsetzen könnten, ja? Bei Elex? Ja, eventuell könnten wir Elex zwischen 5 und 6 setzen. Und das sollten wir auf jeden Fall machen, ja? Denn wenn das stimmt, dann ist das gegnerische Team voll im Clinch. Wenn das nicht stimmt, sind wir eh raus, oder? Ja, das ist richtig. Ja, was sollen wir da hier noch in die Länge ziehen? Also ich hätte noch Sachen zu Batman und Gothic erzählen können, aber nehmen wir kannst Elex. Ja, vielleicht bleiben wir ja drin. Du kannst auch jetzt schon erzählen. Ich meine, die beiden, wir haben die Mitte schon genommen, ja? Die beiden waren sich unsicher und naja, also Bram tendiert ja schon sehr stark zu unter Kingdoms of Amalur. Also entweder der hat uns hart getrickst oder er liegt falsch oder Bram, er hat einfach recht. Gut. Ja. Komm schon, Christian. Ja, ey, hör mal. Elex zwischen die 5 und 6, lieber Jonathan. Okay. Bitte. Das ist richtig bitchy, ey. Das ist natürlich richtig. Ganz klar. Oh Mann, ey. Bram, was sehr gut, Peter. Kann dir nichts zu sagen. Nee.
Aber Bram, da hast du dich aber jetzt ein bisschen breitschlagen lassen. Hey, Sepp hat mir gesagt, er ist sich sicher. Das ist halt im Team. Also, wow. Vielleicht kannst du dich jetzt schon mal entschuldigen, Sebastian. Bram, das war eine Fehleinschätzung von mir. Es tut mir leid. Gehen wir zu Elder Scrolls über. Wir schieben das beiseite, ja? Und nehmen uns Skyrim vor. Hast du Skyrim gespielt? Ja, aber ich habe da alles gemacht. Also ich habe da viel zu viele Stunden. Ich habe da bestimmt 80 Stunden drin. Ja genau, also so soll man das Spiel ja auch spielen. Ich habe da alles gemacht, ich habe da 80 Stunden also, drin. Nee, also im Verhältnis zu New Main Story habe ich da alles gemacht. Ja, genau, die Frage ist jetzt, wo würdest du denn vom Gefühl her hinsetzen? Da kommt's schon mal nicht hin. Bram, wie ist denn dein Gefühl? Ey, du bist ein Moderator, ja? Möchtest du nicht neutral bleiben? Ich bin komplett neutral. Ich mach mich immer nur generell über Sachen lustig. Ich bin komplett neutral, ich gebe keinem irgendwelche Tipps. Ich wollte eine Einschätzung nur haben. Nee, pass auf, Skyrim ist für mich so ein Ding. Gibt's ich meine, halt du kannst das relativ so fix durchspielen. Ja, genau. Ich meine halt in wirklich kurz. Ja. Also in Morrowind zum Beispiel gibt's halt relativ normale Runs, die dauern wirklich nur ein paar Stunden, 4-5. Aber wie ist das bei Skyrim? Ich hätte es jetzt eher so unter Elex angesiedelt. Ja, meinst du, brauchst, wenn du die Story komplett durchspielst, länger als 10 Stunden? Ich habe irgendwann nochmal neu angefangen gehabt. Und habe aber nicht so viel nebenbei gemacht, sondern wollte einfach nur nochmal die Main Story durchspielen, weil ich die cool fand. Und bin recht weit gekommen nach, was habe ich gespielt, 10, 12 Stunden. Da war ich schon ziemlich am Ende. Na gut, jetzt die Frage, wie lange ist Mad Max datiert, oder? Also rein von meinem Gefühl, ich würde jetzt persönlich sagen, so zwischen 6 und 7, zwischen Elex und Mad Max. Aber könnte man da hinsetzen. Ich weiß halt nicht, das Problem ist halt, ich habe Mad Max nur bei Christian gesehen. Ich weiß halt nicht. Das ist das, wo der explodiert hat, Auto, und dann er so 5000 Räder macht, oder? Nee, yep. Ja. Okay. Und wo Christian ganz lange auf den Typen mit dem Kopf zielt. Ach, wollen wir mal dann daneben schießt. Ja, stimmt. Also das sind bestimmt auch so 18 Stunden oder 15. 15 wahrscheinlich so. Doch so lange? Ich könnte mir vorstellen. 15 Stunden. Scheiße, ey, dann muss ich mal überlegen, ob das nicht länger ist als Elex. Was? Mad Max? Also Mad Max ist nicht länger als Elex, das Skyrim. Kann ich dir sagen. Nee, Skyrim. Ganz neutral. Ich war gerade am Trinken, ihr Bastarde. Jetzt hört mal auf, den Bram falsch zu verstehen. Nur Jay versucht hier schon dagegen zu arbeiten, das merkt man schon. Überhaupt nicht! Ja, dann halt mal die Klappe kurz, lass uns doch mal nachdenken. Kurz. Okay. Ja. Nur wenn ihr Twist im Team habt, müsst ihr jetzt nicht auf den Arm oder. Wir haben nicht mal Twist im Team, du laberst einfach nur, du gehst mir auf die Pimpernelle, nicht selbst. Ach, ist das schön. Also ich weiß nicht, so. Ja, also... Ja, aber ziehen wir das halt nochmal. Räumen wir das nochmal ganz kurz auf, ja? Wäre uns ja gerade die Zeit geklaut worden. Ja. Also, Skyrim jetzt länger als Elex oder weniger lang als Elex? Ich würde sagen, weniger lang. Ja, du glaubst, das ist super deutlich kürzer nochmal. Aber ich könnte auch damit leben, da mehr draus zu machen. Wenn du sagst, das ist mehr in deinem Gefühl... Ich würde Skyrim zwischen Elex und Mad Max setzen aktuell. Oder vielleicht sogar unter Mad Max, aber das weiß ich nicht. Irgendwo da. Nee, dann wäre ich eher so bei Elex Mad Max. Ja, dann lass das doch machen. Also zwischen die 6 und 7. Ist doch ein guter Konsens, dann nehmen wir das. Ich glaube, der Titel ist deutlich länger als Elex. Skyrim? Oder ist Elder Scrolls 5 Skyrim? Special Edition. Oh, schön. Boah, ich wusste mir gerade eines darum ging, dass irgendwas Skyrim länger ist als Elex, wollte ich halt, musste ich mir fast auf die Zunge weisen. Musste mir auf die Zunge weisen, als ich gesagt habe, Elex hat nur 4 Buchstaben, Skyrim hat 6. Okay, also, Entschuldigung. Skyrim wollt ihr zwischen Elex und Mad Max, ja? Ja. Das ist korrekt. Okay. Boah, da bin ich echt gespannt. Das wäre kacke, wenn das da hinkommt. Das ist falsch. Was denkt denn das andere Team? Das weiß ich nicht. Ja, kannst halt, vor allen Dingen, wer spielt denn ist Skyrim egal. Also ist ja egal, was es Story. Ist. Es ist raus oder raus. Was? Okay. Ja, wenn ihr zweite Kreuz. Ich weiß es wirklich, nicht. Ich kenne weder Elex noch Mad Max, ist mein Problem. Ich habe aus Interesse nachgefragt. Okay. Die Antwort ist richtig.
Jo! Wir spielen in Skyrim nur die nice. Story. Vor allem, also wo kriegen na, die die Daten? Wir haben uns nicht von Jay auseinandertreiben halt lassen. So also wer geht denn in Skyrim hin und spielt nur die Story und dann hast du immer noch 1000 Leute, die das gemacht haben. So, what? Okay, Christian, von den noch übrig gebliebenen Kandidaten würde ich am liebsten über Batman reden. Okay, perfekt. Ja. Meine Gedanken kurz zu dem Thema. Ich habe Batman Arkham Knight nicht gespielt. Oder, nee, stimmt nicht, ich habe es ganz kurz gespielt. Aber ich habe die Vorgänger gespielt. So, wenn er jetzt Arkham Asylum stehen würde, würde ich sagen, mit Abstand am niedrigsten. Kürzeste, ja. Ja, genau, ist es aber nicht. Mit Arkham City haben die eine Open World geöffnet. Ja. So, aber was man bei dieser Open World sagen muss, dass wenn man da die Hauptstory tight verfolgt, das echt zügig geht. Die ja, wobei, machen aber du hast aber zwischendurch immer wieder so Sachen wie, so, weißt du, so wie bei Zelda. Du brauchst jetzt aber den Greifhaken, um da weiterzukommen. Ja, aber auch immer bei der, also den kriegst du aber schnell, wenn du die Hauptstory machst, meine ich. Ich habe nämlich bei Batman Arkham City immer den Fehler gemacht, dass ich dann irgendwo hin wollte, wo ich noch gar nicht hin konnte und dann quasi dazu gezwungen wurde, die Hauptstory weiterzumachen, obwohl ich eigentlich die Stadt erkunden wollte. Das heißt aber, wenn ich von Anfang an einfach die Hauptstory gepusht hätte, dann wäre ich da viel schneller durchgekommen. Und die Zeit, die kommt vor allen Dingen durch diese ganzen Collectibles. Also die haben ja diese ultra vielen Riddler-Rätsel und sowas dann gemacht und halt auch so Nebenquests. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob die das bei Arkham Knight genauso gemacht haben oder da noch viel craziger geworden sind. Du hast bei Arkham Knight, hattest du ja... Nee, ich habe nur angefangen und fand's nicht so gut. Du hattest bei Arkham Knight, hattest du ja dieses, das Batmobil, was ich dann auch verwandeln konnte irgendwann. Stimmt. Also ich war witzigerweise, ich weiß doch, Jay hatte damals die mega technischen Probleme und hat deswegen nicht gespielt. Ah, stimmt. Ich bin da zum Glück verschont geblieben, deswegen habe ich das einfach ganz easy peasy durchgespielt. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange ich dafür gebraucht habe und ich weiß, dass ich aber relativ viel Kram nebenbei gemacht habe. Okay, selbst dann hast du es relativ easy peasy. Das, was du aber gerade so erzählt hast, bist du eher so bei... Niedrig. 7, 8, 9. 10. Was? Okay. Ja, ich habe Just Cause 3 relativ viel gespielt und ich bin sowieso total überrascht, dass das so weit da unten steht. Wenn ich beide in der Auswahl vorher gehabt hätte, hätte ich gesagt, Batman geht safe schneller als Just Cause. Aber jetzt ist Just Cause das Niedrigste, weswegen ich entweder bei Just Cause komplett falsch liege oder all diese Spiele überdurchschnittlich hohe Singleplayer-Zeit haben. Also bist du bei 8 und 9 oder 9 und 10? Beziehungsweise also zwischen 8 und 9 oder 10? Ja, jetzt habe ich nur leider Just Cause 3 auch nicht durchgespielt und Mad Max auch nicht. Was natürlich jetzt in diesem Zusammenhang also sehr zackt. Tatsächlich in diesem Zusammenhang, dass Batman tatsächlich schneller geht als Mad Max. Aber du hast dadurch... Kann auch sein, dass es nicht so ist. Du kannst aber durchaus recht haben, wenn man da die Story verfolgt. Du bist bei Batman ja auch nicht so krank. Also du machst ja viel über Gadgets und so ein Shit. Wenn du das verfolgst, kommst du da, glaube ich, rein. Nicht durch. Wie zügig kannst du... Du musst schon sicher sein, ne? Sepp und Bram haben Matchball. Ja, wie schnell kannst du dich bewegen in der Stadt Arkham, in Arkham Knight? Ja, das, was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, wir reden ja nicht von Speedruns hier, weißt du? Also, ich verstehe das es geht nicht, ums durchschnittliche... Daten, genau, das durchschnittliche, die Main-Story zu machen. So. Da habe ich halt ein Problem mit. Aber gut. Ja, dann zwischen 8 und 9. Okay. Ja, Kompromiss. Ich hätte es zwischen 7 und 8 gemacht, du hättest gegen auf 10 gemacht. Ja. Also machen wir zwischen 8 und 9. Ja, komm, warum nicht? Ist der Kompromiss. Ich meine, ich rate hier hardcore ins Blaue, ne? Ja, wobei nicht ganz. Ich habe schon meine Herleitung ausgeführt. Ja. Okay, zwischen 8 und 9. Ich hätte jetzt Batman Arkham Knight. Du hättest zwischen 7 und 8 gesetzt. Sepp und Bram haben gewonnen! Ah. Beides Kreuz! Ich hätte zwischen 7 und 8 gesetzt. Ja. Wo kommt's denn hin? Es kommt zur 10. Ah. Oh. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, weil weiß, wie groß da der Unterschied ist. Das ist der falsche Guess. Ah, Mann. Ärgerlich natürlich für euch, aber gut. Das ist Gothic 3 wird hingepackt zwischen 3 und 4. Oh. Guck mal, das hätte ich glaube ich auch nicht so hingekriegt. Ist die Reihenfolge. Dann hätte ich komplett verkackt. Dann hätte ich gedacht, das steht ganz unten. Ich hätte gedacht, dass. Also. Okay. Verwirrend ist halt, dass Elex so weit runtergekommen ist, weil ich dachte halt immer, dass Gothic
also beziehungsweise Elex halt größer ist als Gothic 3. 27 Stunden für Elex im Schnitt. Batman Arkham Knight hat 16, Divinity hat 67. Was? Wie viel hat der Mad Max? Krass. 19. Und Just Cause 3? 17. Okay, 16, 17, wow. 19. Alter Vater. Ja, holy moly. Aber ich sag, das ist eindeutig. Ja, ja, eindeutig, ist klar. Ist logisch, ist gut. Also, GZ an die Gewinner. Jo. War trotzdem sehr spaßig. Ja, mal eben gucken, Matt. Mad Max müsste ich doch in Steam haben, oder? War das ein Steam-Spiel? Ah ja, ich will noch gucken, wie lange ich hier. Ja, hör mal, ey, was hast du gesagt, Mad Max? 19 Stunden? Ich hab exakt. Ne, nicht ganz. Ich hab 37 gebraucht. Fass das doch bitte. 37 Stunden habe ich das gespielt? Bitte was? Ja. Batman, Arkham Knight, 41 Stunden. Ich hab Elex 24 gespielt. Elex. Ja. Oh, 32 Minuten. Bisschen mehr gespielt. So, 2-0, easy game. Schade. Bram und Sepp haben eindeutig gewonnen. Bram. Und ja, damit war es das. Ja, obwohl der Moderator gegen uns war. Ja, war ich überhaupt nicht. Ich war wirklich. Ich habe einfach nur gelacht. Wenn wir uns wenn wir Quatsch gemacht hätten, dann hätte er uns auch. Feder, wenn wir eine halbe Stunde für jede Antwort gebraucht hätten, dann wäre es immer besser, wenn Jay langweilig wird. Ne, dann fängt er an zu trollen. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Tschüss.